Hallo Leute, wie geht's mir stets? Wenn ihr euch wundert, ja, ich bin wieder zurückgegangen, um Chris diesen scheiß Kram zu geben. Das habe ich schon gemacht, zeigen. Objekte. Und ich habe neue Informationen gefunden, also erhalten von einem guten Zuschauer, Katisax wieder. Ja, das ist es. Das ist das geheime Popularitätsobjekt. Damit besteht kein Zweifel, dass du die Herzen der Menschen gewinnen wirst. Wir sind ein unschlagbares Team. Beeil dich und los, hol sie. Nee, ich hole mir das jetzt nicht. Okay. Ich habe gehört, dass ich noch von Duran eine neue Waffe holen kann. Von Anfa auch noch ein paar neue Sachen. Das will ich doch mal alles ausprobieren. Okay, glaube ich, von denen kann ich nichts mehr. Dann gehe ich mal direkt zu Duran. Duran, komm her, Duran. Ich werde dich heute beglücken mit neuen Geschenken. Okay. Und so. Was magst du denn gerne hier? Schwerter, Schilde, Hüte, Süßigkeiten, okay. Ach, verdammt, okay, nochmal. Reden. Ah, nein, zeigen meine ich. Verdammt. Das hier. Okay, jetzt reden vielleicht. Nein, okay. Zeigen. Waffen, Schilde, das hier. Und jetzt, verdammt mich, zeigen, Zubehör, Rücken, ja, und das hier. Und jetzt, leck mich doch an meinem braunen Arsch hier. Objekte, Kekse, Süßigkeiten macht er, ja. Und jetzt bitte, fick dich ins Knie. Okay, Schwerterschilde, Hüte. Warte, ich habe schon alles gezeigt, was los? Hä, was soll ich noch zeigen? Hä? Verdammt, was soll ich noch zeigen? Warte? Warte, glaube jetzt kommt das. Hey, Roxas! Ich habe versucht, die Menschen zu retten, aber es waren zu viele. Ich bin ziemlich übel zugerichtet, was? Immerhin konnte ich ein paar retten. Hahaha, für einen Helden sehe ich bestimmt ziemlich erbärmlich aus. Nein. Danke, das bedeutet mir viel. Übrigens wollte ich dir noch von dir meine Waffe erzählen. Ich wollte sie selbst benutzen, aber ich gebe es nur ungern zu. Doch du kannst besser damit umgehen. Ich fand die Tafel, als ich mit meinem Minja einmal so tun, als ob spielte. Ich versteckte sie, wo die Heldenblüte wächst. Sie heißt Durandal. Hört sich irgendwie an wie ich. Was? Foxe, zeig's ihnen. Okay. Warte, wo soll ich jetzt hin? Wo soll ich jetzt verdammt nochmal hin? Die Heldenblüte? Lass mich hier durch. Warte, vielleicht weiß sie das, ja? Wieso schenkst du mir Karten, diese Obdachlose? Mann, scheiß Obdachlose. War das die Heldenblüte? Nein, Beutelpflanze, okay. Wartet mal kurz. Okay, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Im Wald. Okay, dann muss ich mal extra zum Wald gehen. Verdammt. Ach, ich habe eine bessere Idee. Wir sehen uns im Wald. Wartet gleich. Wartet nochmal. Okay, wir sind jetzt im Wald. Okay, ich habe die... verdammt. Hier, weg. Also vor der Höhle hier. Vor der Waldhöhle liegt diese scheiß Tafel. Okay, das haben wir jetzt. Du hast da ein... Ah, verdammt. Ein Gold, okay. Ich glaube, das kann ich ganz schnell machen. Also, wir sehen uns in der Stadt wieder. Okay, es geht weiter. Und was ich vergessen habe zu sagen, wir können ja durch die Karten springen, also durch die Welten. Habe ich total vergessen, hat der Elia gesagt. Habe ich erst heute gemerkt und als Katisax das mir gesagt hat, habe ich gedacht, ach, stimmt ja. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Warum habe ich extra so Mühe gemacht, dahin zu gehen? Dummheit tut weh, muss ich echt sagen, Leute. Ach, verdammt. Egal. Ab sofort mache ich das immer. Okay, hier ist das Durandal.
Ich soll das nicht zeigen? Verdammt! Okay, egal, wir haben wenigstens eine starke Waffe. Okay, der nächste Ort ist, wo ich hingehen muss, ist Nanai. Ich glaube, es gibt noch zwei Personen, dessen Code noch geheilt werden müssen. Also von der Hexe und von Anfa. Ich glaube, die beiden sind in Verbindung. Reden. Warte. So, und was magst du? Was ist das? Bindung, okay, Bindung. Schwerter, Geschoss, Arschloch, Brillen, Flügel, Flaschen. Zeigen. Objekte. Flaschen habe ich ja schon gezeigt, oder? Jetzt vielleicht? Zeigen. Waffen, vielleicht sagst du irgendwas zu der Büchse, Donnerbüchse. Was habe ich da eigentlich noch, oder nicht? Ah, hier ist die, Donnerbüchse. Und jetzt? Ach, verdammt, sagt doch irgendwas. Zeigen. Waffen. Schwert. Muramasa ist dunkel. Reden. Okay, vielleicht sagt sie jetzt, wenn ich rausgehe. Anscheinend wohl nicht. Okay, das ist merkwürdig. Schwert hab ich, Flaschen hab ich, Geschoss hab ich, Haarschmuck, Brillen, Flügel. Okay, die werde ich jetzt alle noch zeigen, weil ich noch genügend MB habe. Zubehör. Gesicht. Hier so. Fege dich ins Knie. Also ich komme gleich wieder, wenn ich MB aufgefüllt habe. Okay, es geht weiter. Zeigen. Ich habe noch nachgelesen, was er mir meinte, was dazu sagt. Sie erzählt ihre tragische Geschichte. Ich glaube, das hat sie schon bei uns, oder? Reden. Ja, jetzt kommt das. Endlich. Die Wüste ist heute furchtbar harsch. Ich schulde dir so viel und danke für die Sache mit meiner Großmutter. Jetzt, wo Olli besiegt ist, hält mich nichts mehr fest. Nichts hält mich mehr zurück. Ich bin endlich frei. Das ist wenigstens, was ich dachte, seufz. Okay. Roxas, kann ich dir eine Geschichte erzählen? Es könnte ein Weilchen dauern. Ja. Danke. Wie du weißt, komme ich aus der Wüste. Ich bin die Enkelin von Herrscherin Ellie. Mein Schicksal war bereits besiegelt. Ich sollte im Tempel da als Schamanin leben. Aber ich wollte diese Zukunft nicht. Ich verließ meine Großmutter und ging mit bei der fiesen Olli in die Lehre. So lernte ich die Hexenkunst und die Kunst der Dolchschule des Südens. Ich war ziemlich begabt und wurde bald zu ihrem wichtigsten Lehrling. Olli sagte mir, dass es keinen Grund gäbe, im Tempel zu arbeiten. Wenn der Tempel nicht mehr da wäre, würde Ellie auch einmal das Licht sehen. Anfa, ein von Olli adoptiertes Kind, und ich drang in den Tempel ein. Ich fand die Quelle der Magie, ein Schwert, und wies ihn an, es zu nehmen. Das Schwert enthielt die Macht der Wüste. Durch ihren Entzug stürzte sie in den Chaos. Während die Menschen versuchten, den Sandsturm zu entkommen, stand ich wie im Schock da. Zum Glück war Großmutter Ellie in der Lage, den Sturm zu beenden. Doch das kostete ihre Kraft und Olli übernahm die Kontrolle. Das hatte Olli von Anfang an geplant. Sie benutzte mich nur für ihre Zwecke. Nach all dem, was meine Großmutter für mich getan hatte, war das der Lohn, den sie von mir erhielt. Außerdem zog das Schwert Anfa in seinem Hand und er verlor seinen Wert. Ich hielt es nicht mehr in der Wüste aus und floh nach Rohan. Ich nahm eine Kopie von der Tafel, die meine Großmutter hinterlassen hatte, mit: Eine große Macht wird die Welt erbinden. Großmutter glaubte, dass es ein Wunder war, aber ich wollte diese Macht nicht. Deshalb habe ich mir so gefürchtet, als ich dich zuerst sah. Deshalb konnte ich dich nicht einfach freilassen. Hör mal, Roxas, meinst du, ich sollte mich entschuldigen? Ja. Ja, du hast recht. Das ist der einzige Weg, meine Fesseln wirklich zu lösen. Eines Tages werde ich in die Wüste zurückgehen. Höre also meine letzte Bitte. Wirst du mit mir kommen? Ja. Danke. Okay, entriegelt einschopflich. Okay, ich kann endlich ihre Bindung zerstören. Super. Und was muss ich bei ihr machen? Feuer, 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 Feuer. Silber, Silber. Okay.
Okay, das sieht nicht so schwer aus. Okay, Feuer habe ich, das weiß ich. Schwert. Nicht das hier. Ja, das genau das hier suche ich. Charaktere. Helden, aber die ist schon tot. Voll die Scheiße, aber egal. So. So. Warte, ich habe da eine Idee. Wie viel Feuer brauchen wir eigentlich? Ich glaube, das waren 5 oder so. Waffen. Schwert. So. So. Nehmen wir das hier und das kurze Silber hier. Ich hier bei Seelenkreuz. Müssen wir kurz mal haben, aber nur für eine kurze Zeit, um das zu lösen. Charaktere. Held. Ah, das ist etwas zu weit. Auch zu weit. Verdammt. Ach ja, dafür muss ich auch noch befreien. Damn it. Egal, egal. So. Ja, sie ist erlöst. Dankeschön. Jetzt kriege ich das hier wieder. Und gehe zurück zu Waffen. Schwert. Und da haben wir wieder das Seelenkreuz. Okay. Nee, die ist schon kaputt. Ich will sie noch nicht mehr kaputt machen. Warte, jetzt sagt sie etwas bestimmt zu uns. Deine Hand ist verschwitzt. Das würde ich dir sagen. Okay, die freut sich, mich zu sehen. Ich habe einen großen, deswegen. Frauen stehen drauf. Okay, weiter. Komm, jetzt noch eine Szene. Ja. Okay. Wir müssen noch gleich zu Anfa. Und Dorothea muss auch irgendwie anfangen, irgendwie was zu machen. Soll eigentlich auch befreit werden. Okay, ist wohl nichts mehr. Jetzt kommt Anfa. Anfa-Lein! Dich müssen wir auch noch heilen. Und ich habe gehört, man kann dein Schwert bekommen. Das klingt doch mal geil. Breitschwerter, Geschosse, Schmuck, Kekse, Büchsen, Wüstenblume. Wüstenblume. Also eine bestimmte Blume oder was jetzt? Ach, egal. Ich zeig ihnen einfach mal was. Waffen, Geschoss. Zeig ihnen mal die Donnerbüchse. Vielleicht gefällt es ihnen ja. Okay, jetzt reden. Ja, jetzt kommt's. Sofort, okay. Aber ich glaube, man musste mehr Schätze hier geben. Mein Schwert ruft mich. Olli ist tot. Nichts hält mich mehr fest. Und nichts hält dieses Schwert auf. Das Schwert wird diese wird wieder Kontrolle übernehmen. Dieses Schwert verwandelt sich in einem herzlosen Killer. Willst du das eigentlich auch? Roxas, wir können uns kaum. Aber ich werde die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, nicht vergessen. Welche Zeit denn? Ich habe eine letzte Bitte an dich. Bitte bring mich um. Ich möchte sterben, solange mein Herz noch intakt ist. Nein. Verstehe, das ist wirklich nett von dir. Anfa, warte. Nanai, das ist ja schon ewig her. Du bist so ein guter Kerl geworden. Du darfst noch nicht sterben. Lass mich dir helfen. Nanai, du hast dich so verändert. Du auch. Okay, kämpfen jetzt gegeneinander oder was? Echt, ich bin erledigt. Die Stimme des Schwertes, sie ist verstummt. Und ich bin auch gleich verstummt, weil es das Ende dieser Szene ist. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.